welcher Stadt sind Sie? Kiew. Ja. Ich war schon in Kiew. Ja, das ist aber schon einige Jahre her. Ich rede am liebsten mit Studierenden. Das ist die Mitgliedergruppe der Universität, die noch die meisten Erwartungen, Träume, Ideen hat. Das, was uns gemeinsam ist an der Universität, ist die Neugier. Und die ist nicht abhängig vom Lebensalter. Wie geht's? Danke, Bühren, dir. Ja, ich kann mich nicht beklagen. Ist wirklich gut. Also Rektor an so einer Uni zu sein, ist echt ein Traumjob. Ich bin Emma Weiler und ich bin seit 2006 Rektor der Ruhr-Universität. Vorbesprechung, oder? Für das Rektorat am folgenden Tag. Das ist jetzt keine Strategiesitzung. Nee. Die Strategiesitzung ist ja dann am 5. Okay. Im Leben eines Rektors gibt es viel Termindruck. Die Anfragen kommen rein, die werden in den Kalender so eingetragen, wie gerade noch Lücken sind. Da kommt also auch keine Systematik in irgendwie eine Reihenfolge rein. Und dadurch gibt es dann tagtäglich so einen bunten Blumenstrauß von Themen. Ich kann schon sagen, dass ich durchaus an der Stelle fast zu 100% fremdbestimmt arbeiten muss. Ich kann mir die Termine nicht aussuchen, nur die allerwenigsten. Hallo, guten Tag. Das Schönste am Rektoramt ist, dass ich in dem, was ich tue, immer für sehr viele Leute etwas bewirken kann. Das ist eine ganz, ganz wichtige Motivation. Guten Tag, die Fachschaft. Da gibt es die Geschichte von einem Monteur, lehnt sich an den Schrank an und dann wird es dunkel. Okay. Ich weiß. Gott, was ist da passiert? Wenn wir unser Buch zu 50 Jahre Ruhr-Universität nicht schon beim Drucker gehabt hätten, hätten wir jetzt so ein Kapitel Blackout reingepackt. Die Kunst ist, glaube ich, Person und Amt zu trennen, ohne dass die Person und das Amt komplett auseinanderfallen. Ich muss authentisch bleiben, sodass man hinter meinem Rektor sein auch den Menschen nicht vergisst. Ich bin nicht einfach ein Automat, der irgendwelche vorgefassten Sprüche absolviert. Ich bedanke mich sehr für diese Gelegenheit, ja, hierher zu kommen. Das fällt nicht so von vornherein leicht. Ich gehe ja jetzt im Herbst in Ruhestand. Als Student 1970 angefangen, habe ich bis heute 45 von den 50 Jahren der Ruhr-Universität aktiv miterlebt. Und ich denke dann häufig, diese 50 Jahre waren eigentlich meine 50 Jahre. Es ist eher so ein Gefühl der Dankbarkeit, dass man mich so lange ertragen hat. Und ich bin durchaus der Meinung, ich habe das gegeben, was ich konnte. Und das ist ein guter Punkt und ein guter Zeitpunkt zu gehen.